Tja, die Wirecard-Aktie. In diesem Video geht es um die Wirecard-Aktie. Ich bin so ein frecher Lümmel und habe mir doch da glatt mal heute 5 Aktien gekauft. Habe mir gedacht, es scheint fast so, als ob so ein bisschen diese Volatilität rausgeht jetzt, nachdem gestern der Dow noch mal um 12% gefallen ist. Ich bin aktuell, was sich natürlich permanent ändert, aktuell knapp 460 € oder sowas im Plus mit meinem Swing Trading Depot, wo ich glaube, um die momentan mit ja, wie viel ist das? 4% bin ich mit 4% bin ich in Aktien investiert und mit knapp 10% in ETFs und davon in Vola ETFs und in Short. DAX Short, der, ja, der sich echt gut entwickelt. Das heißt, obwohl heute die Aktien überwiegend leider doch wieder sinken, obwohl man gestern schon gedacht hat, naja. Aber heute könnte theoretisch halt der Turnaround Tuesday sein. Das wird sich noch in einer halben Stunde dann sozusagen abzeichnen, ja, ob das für diese Woche der Turnaround Tuesday wird, respektive, ich verweise damit auf mein DAX-Video von vorhin, das ich vorhin veröffentlicht habe, dass eine schwarze bzw. eine positive Wochenkerze werden könnte. Ja. Also das wird sich vielleicht sogar heute zeigen. Aber schauen wir mal. Denn wenn wir, eins ist auch klar, wenn wir mal anfangen zu konsolidieren, mit anderen Worten, wenn es irgendwelche positiven Impulse gibt, dann ist natürlich sozusagen ein Bounceback, der sich gewaschen hat. Ja? Das sollte man auch nicht vergessen. Von daher bin ich mit meiner Short-Position zwar jetzt im Plus schon seit ein paar Tagen, aber die ist auch nur minimal. Wie gesagt, 5% vom gesamten Portfolio. Ja? Und die ist ungehebelt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Ungehebelt. Ja? Das ist nämlich ein ETF. Ja, da bin ich auch schon wieder verspottet worden auf irgend so einem Facebook-Kommentar. Ja, wer geht denn short mit ETFs? Ja, in Zeiten wie diesen gehe ich short mit ETFs. Ja, selbst wenn diese 5%, die ich da short bin mit dem ETF oder mit diesem Tracker oder was auch immer, der halt eben ungehebelt ist, dann. Und selbst wenn jetzt der DAX um 5000 Punkte steigen würde von heute auf morgen, ja, dann habe ich halt vielleicht, dann bin ich halt 3000 € habe ich dann eben verloren, aber dann haben eben meine Aktien auch in 3000 € gewonnen. Also von daher, wenn ich aber jetzt irgendwie mit einem Future oder sowas short bin und das Ding explodiert plötzlich irgend so ein Bounceback, ja, dann und meine Stops ziehen nicht oder was weiß der Geier, was da alles passieren kann. Es ist nicht immer gesetzt, dass deine Stops ziehen, selbst wenn du da welche hast. Ja. Und, oder der Markt setzt aus oder die Spreads erhöhen sich, was weiß ich, und so weiter und so weiter. Also höchst gefährlich, all diese Hebelprodukte momentan. Ja. Das ist vielleicht auch einer mit der Gründe, warum so viele Leute einfach auch gehebelt drinnen waren, auch viele private Anleger mit den ganzen Sachen da, es gibt ja da zig Kurse und dann einfach dann auch rausgefallen sind und eben diese Schwankungen dadurch auch entstanden sind. Ja. Und auch diese weiten Spreads, also das ist ja echt der Hammer. Ja. Also ich meine, wenn du eine Aktie hast wie Visa oder so, ja, und die ist irgendwie die Ende, also die hat einen Schlusskurs von, sagen wir mal, 170 € und dann siehst du noch vor der Öffnung, am nächsten Tag das Ding eröffnet bei 100, 161 oder 150 € oder solche Witze. Ja? Also ich meine, das sind ja mal eben 5 bis 10% vom aktuellen Kurs, ja? Wo du gar nicht mehr, wo einfach Luft ist, ja, wo gar kein Handel mehr stattfindet in der Preisspanne, ja, also sprich, also die Differenz eben das Spread, also echt der Hammer. Und ebenso war es ja auch bei den ganzen Futures in S&P und so weiter, ja. Deswegen ist ja auch der Handel ausgesetzt worden mehrere Male.
Aber gut, zurück zur Wirecard, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Mann, oh Mann, ich muss mich hier mal ein bisschen fokussieren. Ja, warum habe ich mich heute animiert gefühlt, hier 5 Aktien zu kaufen? Oder 10 waren es, glaube ich. 5 hatte ich schon und genau, und die habe ich, glaube ich, letzte Freitag oder so gekauft und jetzt nochmal 5. Warum? Weil ich gestern sehr, wie soll ich sagen, positiv überrascht war. Alle ja, Aktien, die ich so auf der Watchlist habe, das sind ja immerhin doch einige Dutzend, waren irgendwie im Minus und bei der Wirecard, da gab es, man sieht es hier, die war, sieht man das hier? Nee, weil es der Jahreschart ist. Dann müsste man auf so einen Wochenchart gehen und dann sieht man das. Die hat ja hier so einen kleinen Comeback von 80 Euro rauf auf 94 Euro. Und also letztendlich, die hat den kurzzeitig war die 1-2% im Plus und alles andere war Minus. Also Siemens, Allianz, wie sie alle heißen, ja. Visa, Microsoft war irgendwie 7 oder 8% im Minus gestern. Also das ist echt der Hammer. Und von daher haben wir gedacht, hey, die hat so ein bisschen ihr Eigenleben nicht verloren. Ja, die hatte schon immer ihr Eigenleben, Wirecard. Wir erinnern uns, als alles nur nach oben lief, ja, ist die Wirecard immer mal wieder gern abgeschmiert und hat eben einfach ihr Eigenleben. Und ja, ganz interessant, ist so ein bisschen so ein Sonderling, auch bei den deutschen Anlegern, wenn man sich die ganzen Facebook-Gruppen mal so ein bisschen gönnt. Da gibt es ja eine Facebook-Gruppe, die heißt Wirecard. Und da geht es eben nur um die Wirecard, ja. Und ich habe mich auch persönlich mit vielen schon unterhalten, schon vor Monaten über das Thema Wirecard. Und das hat irgendwie eine Sonderstellung in unserer Anlegergesellschaft oder wie man das nennen mag, ja. Und von daher finde ich das ein recht interessantes Papier, die ich eigentlich nie wirklich so fett investiert war bis Ende letzten Jahres, ja. Und habe damit gutes Plus gemacht dann auch. Dann war es ja kurzzeitig eben auch, man sieht es hier im 3-Monats-Chart, war die kurzfristig auf 144 Euro. Ja, ich hatte die damals so um die 106 oder so gekauft und habe es dann wieder verkauft. Und ja, ich denke, das ist ein sehr gutes Swing-Trading-Aktie. Ja, und ich beziehe mich ja hier auf meinen Videos insbesondere auf mein Swing Trading Depot. Ich habe ja früher, also gut, langfristige Investments habe ich natürlich auch ein paar, ne? Hier und da mal ein Euro. Aber eine Versicherung habe ich noch irgendwo rumliegen, so eine Riester-Rente oder was weiß ich. Das müsste ich eigentlich auch erstmal auflösen. Ein Bausparraum, was weiß ich alles. Also das sind so Sachen, die habe ich teilweise vergessen gehabt über die Jahre, dass ich die überhaupt noch habe. Aber ansonsten bin ich ja weg von diesem Daytrading-Zeugs, ja, und mir eher hin zum Swing-Trading und bin damit auch wesentlich erfolgreicher gewesen in den letzten Jahren. Ja, weil du einfach hier eine ganz andere, wie soll ich sagen, Daytrading geht halt einfach in Richtung, so ein bisschen Richtung Casino-mäßig, ja. Und beim Swing-Trading hast du einfach, wie soll ich sagen, eine größere Zeitspanne und das ist letztendlich zu deinem Gunsten. Ja? Also genauso wie du sagen kannst, wenn ich meine Aktie 50 Jahre halte, ja, dann ist es eher zu meinen Gunsten, als wenn ich eine Aktie nur einen Tag halte, weil ich dann eben nicht vorhersehen kann, was in diesem einen Tag passiert. Ich kann aber viel leichter sozusagen abschätzen, was auf einen längeren Zeitraum passiert. Ich denke mal, dass wir jetzt auch in unserer Gesellschaft teilweise weit ja, irgendwie auch ein bisschen weggehen von dem, was wir in den letzten 50, 60, 70 Jahren oder so hatten, wo wir gesagt haben, also wo quasi, wo wir gesagt haben, diese Stabilität in unserer Weltwirtschaft, dass wir sagen, ja, wenn ich eine Siemens kaufe und ich halte die 50 Jahre, dann kann ich nur gewinnen, ja. So dieses super langfristiges Buy and Hold. Ich denke, dass das auch ein bisschen sozusagen vielleicht nicht mehr die nächsten 50 Jahre nicht mehr so funktioniert wie die letzten 50 Jahre, weil einfach unsere Gesellschaft sich über
Digitalisierung, über die ganzen, ja, über die Technologisierung und alles ganz verändern wird. Und zwar disruptiv verändern wird, einfach nicht nur graduell, sondern eben ja, mit allem, was da auf uns zukommt, KI, Intelligence und so weiter. Das heißt, kurzum, diese ganz langfristigen Strategien finde ich, könnte, kann man, müsste man, sollte man vielleicht auch in Frage stellen, wo man einfach sagt, hey, ich lasse es jetzt 30, 40 Jahre liegen, das passt schon. Besonders wenn man so, sagen wir mal, 20, 30 ist, weil wenn man, ja, ich weiß nicht, wenn man vielleicht ein Kind ist, ich weiß es nicht. Ich denke mal, dass man das nicht mehr so projizieren kann auf die nächsten 50 Jahre, was die letzten 50 Jahre sozusagen, wie das immer so schön funktioniert hat. Wer weiß, ob wir jemals wieder Zinsen bekommen, ja, und so weiter. Also es sind gravierende Dinge in unserem System, die sich da eventuell ändern werden. Ja. Schon jetzt sagen alle Experten, das, was jetzt stattfindet, hat so noch nie in der Vergangenheit stattgefunden. Das heißt, wir haben auch keine Benchmarks. Benchmarks bedeutet vergleichbare Szenarien in der Vergangenheit oder egal aus welcher Vergangenheit, die wir mit heute vergleichen könnten, um Resultate, Prognosen für die Zukunft herauszuarbeiten, überhaupt irgendwas sagen zu können. Ja, keiner kann mehr irgendwie die Zukunft auch nur ansatzweise abschätzen. Ja, weil wir einfach solche Szenarien, wie wir sie jetzt haben, in der Konstellation, in der Kombination noch nie hatten. Und so werden wir auch in der Zukunft immer wieder Szenarien bekommen, die wir in der Vergangenheit noch nie hatten. Ja? Und vielleicht sogar in kürzeren Abständen, wer weiß, ja, Quantencomputing, was weiß ich, was da alles auf uns zukommt. Und von daher finde ich einfach grundsätzlich eine Swing-Trading-Strategie, also sagen wir mal, wenn man sich auf Time Horizons, also auf Zeitfenster von paar Wochen, paar Monaten, vielleicht ein Jahr, 2 Jahre oder sowas sozusagen fokussiert, dass man vielleicht insgesamt da mehr, also ich zumindest, für mich hat es die letzten ein, 2 Jahre, 3 Jahre sowas, ich glaube das dritte Jahr oder das vierte Jahr habe ich das Ding jetzt hier, dieses Swing Trading Depot, für mich doch um einiges besser funktioniert, als wie dieses kurzfristige Daytrading und so weiter. Und eventuell auch in Zukunft wird es vielleicht auch besser funktionieren als wie dieses langfristige Buy and Hold, das vielleicht in der Vergangenheit noch funktioniert hat, aber eben vielleicht in der Zukunft, wer weiß, so eben wie nicht mehr, zumindest nicht 1:1. Und somit einfach auch in diesen langfristigen Buy and Hold-Szenarien einfach Unsicherheiten mit drin sind. Gerade weil es so weit in der Zukunft ist, ein langfristiges Buy and Hold, also 20, 30, 40 Jahre, wo keiner mehr auch nur ansatzweise abschätzen kann, was da sein wird, weil alles sich so schnell ändert in unserer Gesellschaft, in unserer Erde einfach, dass da vielleicht sogar mehr Unsicherheiten sind, als wie wenn ich mich auf Trading oder auf Investments konzentriere an der Börse, die ein Zeitfenster haben von 6 bis 24 Monaten. Ja. Ja, das ist so meine Ansicht, weil ich halt einfach sehr viel mit IT zu tun habe, sehr viel mit Digitalisierung und all diese Sachen. Und ich weiß, wie uns die deutsche Industrie gerade durchgewürfelt wird, durchgeschüttelt wird. Ja, völlig unabhängig vom Coronavirus. Ja, das hat mit Coronavirus überhaupt gar nichts zu tun. Ja, und es gibt eine Produktionsflucht in die östlichen EU-Länder. Ja, es gibt unterschiedliche Branchen, die sich vollends bewusst sind, dass sie innerhalb der nächsten 2 bis 5 Jahre obsolet sein werden, zumindest zum großen Teil. Und jetzt einfach noch auf Teufel komm raus, das meiste an Marge irgendwie rausholen wollen und deswegen ihre Produktion nach Ungarn verlagern. Ja, siehe BMW, siehe, wie sie alle heißen. Ja, also die ganzen Zulieferer kennt ihr wahrscheinlich eh nicht mit per Namen. Und ja, das heißt, wer will da noch investieren 20, 30 Jahre in die Zukunft? Du hast null Anhaltspunkte, was in 20, 30 Jahren tatsächlich sein wird. Bis auf diesen einen einzigen Anhaltspunkt, was vor 20, 30 Jahren eben war und
oder was in den letzten 20, 30, 40 Jahren passiert ist. Und das auf die Zukunft zu projizieren, ist meiner Meinung nach genauso gefährlich, als wie zu sagen, ich betreibe Daytrading, ja, und vermag zu abzuschätzen, wo sich der DAX in 3 Tagen befindet. Ja. Okay, das soll es gewesen sein. Auf jeden Fall Wirecard war das eigentliche Thema. Finde ich eine sehr, sehr individuelle Aktie, sehr interessant, weil sie halt auch sozusagen in Anführungsstriche der Hoffnungsträger des deutschen Indizes ist. Die einzigste Aktie, die ja so ein bisschen, würde ich sagen, Digitalisierung in sich trägt, ja, Modernismus, zeitgemäß, ist, bis auf SAP vielleicht. Und tja, dann gibt es noch so ein paar gigantische Chemie, dann gibt es noch BASF und sowas, ja. Aber der Rest, also ich denke mal, wenn wir jetzt noch ein bisschen mit der Krise weitermachen, dann kannst du wahrscheinlich eine Daimler-Benz-Aktie, eine BMW-Aktie oder so dann für 1 Euro oder für 2 Euro aufsammeln, wenn du sie dann noch haben willst, ja. Das ist ja die andere Frage, ja. Also, ich weiß gar nicht, wo steht momentan Daimler-Benz. Ich schätze mal unter 10 Euro auf jeden Fall. Interessiert mich auch gar nicht so sehr. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.